Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bella Italia. Endlich wieder in Venedig, glaube ich. Venedig, Ja, ihr habt schon gehört, ich bin nicht alleine, ne? Nee, natürlich nicht. Ich lasse dich doch nicht alleine Videos machen. Was ist denn sowas? Ich muss ja mal kontrollieren, ob ich alles richtig mache, ne? Ja, ich bin ja auch Gruppenleiter. Ja, machst alles richtig. So gehört sich das für einen richtigen Gruppenleiter. So, ja, finde ich auch. Ja. Immer schön über die Schulter schauen. Ja. Du bist aber auch zwiegespalten, ne? Weiß nicht, was du willst. Manchmal bist du Gruppenleiter, manchmal nicht. Nee, manchmal habe ich auch keine Lust zu. Das ist immer, wie es dir gerade passt. Das ist aber auch nicht konsequent, du. Nö. Na gut, haben wir auch nie behauptet, ne? Nee, eben. Ja, also, wir sind in Venedig, ne? Also. Ja, wundervolle Venedig, ja. Ja, guck mal, siehst du, wie schön ich die Fassaden dahin setze, dass man die Fassaden, die du bauen wirst, dahinter nicht mehr sehen wird? Ist das nicht toll? Das ist richtig toll. Ich habe ja auch Backeslatsche gebaut, ne? Also, ist ja auch, soll ja auch Backeslatsche sein. Ja, gut, ja, man sieht es halt nur, wenn man wirklich die Backeslatsche-Tour macht, ne? Oder da wirklich hinläuft, das stimmt. Ja. Oh, das ist der Raum mit den Easter Egg. Ja, das ist der erste Raum, also nicht der erste Raum gewesen, wo ich Easter Egg reingebaut habe, aber das ist der erste Raum, der so ein bisschen dazu beigetragen hat, was später die Story von Venedig geworden ist. Da wir das ja, glaube ich, eh nicht in seiner vollen Gänze durchgehen werden, kann ich das ja auch hier so ein bisschen erzählen, worum es geht. Zumindest was in dem Haus passiert, kann ich ja erzählen. Und der Rest, der wird es dann in Zukunft bei weiteren Folgen vielleicht klären oder man muss es selbst rausfinden, das weiß ich noch nicht. Okay. In dem Haus sind tatsächlich sogar zwei Innenräume drin, ist nicht nur einer. Der eine ist ziemlich belanglos, das ist einfach die Wohnung von irgendeinem Typ, der sich beschwert, dass man in, da reingeht. Ja, weiß nicht, hat viel mit der Story zu tun. Und der andere Innenraum ist eine Schießerei zwischen, ich weiß gar nicht, ich glaube Polizisten, glaube ich, und einem Alien. Ja. Und das hat dann schon ein bisschen mehr mit der Geschichte zu tun, zumindest mittlerweile. Als ich es gebaut habe, war das noch komplett zusammenhangslos. Random einfach. Das hat noch gar keinen Kontext gehabt. Ja, ich habe einfach irgendwelche Innenräume gebaut. Irgendwann ganz, ganz viel später, so bei den letzten Häusern von Venedig, ist mir dann irgendwie eingefallen, warte, das könnte man ja auch zusammenhängend machen. Und dann hat es angefangen, so langsam ineinander zu greifen und wurde am Ende so ein bisschen eine kleine Geschichte. Ja, aber weil es hier noch keine Geschichte gab, ist da halt einfach ein Alien, das durch die Gegend schießt. Ja. Hast du es aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Vermutlich nicht. Ich habe die Innenräume ja meistens nicht aufgenommen. Naja, hast du vermieden, ja, stimmt. Also, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich es aufgenommen habe. Es wäre ja auch für ein Speedbuild echt unangenehm, wenn die Kamera die ganze Zeit so durch die Gegend fliegt. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird es ja gleich hektisch. Lange her, wa? Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das gebaut habe. Es ist wirklich lange her. Ja, bestimmt ein halbes Jahr. Ja. Bei sowas kannst du mich doch nicht fragen, was ich denn gemacht habe da. Da weißt du doch, was du vor einem halben Jahr gegessen hast. Nee, das nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall eine ganz typische Venedig-Folge heute. Wir machen einfach haufenweise Fassaden. Ein paar Natürlich. Innenräume. Ja, was soll es auch sonst geben in Venedig? Ne? Das ist halt eine Stadt und alles ist Fassaden. Naja, gut. Also, es sind aber schöne Fassaden. Ja, das ist ja zumindest etwas, ne? Ja. Guck mal, was wir jetzt gerade machen, ist tatsächlich sogar was Neues. Diese Brücke ist keine Fassade von einem Haus, im klassischen Sinne. Es ist wirklich so eine Brücke zwischen zwei Häusern. Das ist doch mal ein bisschen was anderes zumindest. Kann man da durchgehen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, die hast du auch nicht ausgebaut. Ich glaube, durch die kann man nicht durchgehen. Durch andere Brücken kommt man durch. Tatsächlich nicht, nee. Ja. Da ist ja auch keine Tür, ne? Das ist richtig. Die andere Brücke, die hast du, nee, hast, ja, hast du weitergebaut. Ich habe, ne? Ja, auf der anderen, genau, auf der anderen Seite habe ich ja weitergebaut und da geht ja sogar ein Raum tatsächlich rüber zu mir, dann nach Backstage und Habe ich dich ein bisschen zu genötigt, ne? So ein bisschen. Gut, es war freiwillig, das war gar nicht abgesprochen, ich habe es ja selbst von mir aus gemacht. Naja gut, ich habe halt diese Brücke leer gelassen gehabt und habe dir halt gesagt, guck mal hier, die Brücke ist leer und da geht ein Weg hin. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Hast du Lust? ja, genau. Dann. Also war schon leichte Nötigung, ja. Ein bisschen, ne? Hier ist eine Brücke. Ich will da, dass du auch was hinbaust. Los, mach. ja, gut, ich meine, nee, kann ich mich nicht verteidigen. Das läuft ja immer so. Ja, schon. Das ist bei uns immer so ein Hin und Her. Deswegen wird der Park ja auch so gut, Mensch.
Ja, das ist aber, es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Da kommt man ja, von Hölzchen auf Stöckchen immer wieder neue Ideen und gerade mit mehreren Leuten ist, dann fällt dir noch was ein, was man noch besser machen könnte, was man noch irgendwie, was noch cooler wäre oder keine Ahnung. Und ja, wenn man aufeinander hört und sich Zeit dafür nimmt, dann wird es natürlich cool. Aber es dauert halt auch alles länger und mehr Arbeit. Aber wenn ich das so sehe, ne? Die ganze Ecke ist da einfach noch leer. Das ist krass, oder? Das ist echt lang her. Ja, das ist sehr lang her. Also, ich muss auch sagen, ich habe von gerade bei Venedig wirklich viele Folgen zusammengefasst. Ich glaube, es sind auch nur noch 4 Venedig-Folgen oder so. Und du siehst ja, welchem Stand wir hier gerade sind. Und da kommt noch einiges. Da kommt noch vieles, ja. Also, ich habe die, wie gesagt, viel zusammengefasst. Ich habe das normalerweise sind diese Bella Italia-Videos, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber die Bella Italia-Videos von den Sachen, die ich baue, sind meistens so um die 4 Stunden Bauzeit. Und naja, da ich jetzt bei den letzten Videos immer so 2 bis 3 Folgen zusammenfasse, kann man sich ja ausrechnen, was dabei rumkommt, ne? Also bei mir sind es immer 2. Ja, ich meine, du bist ja auch gut durchgekommen. Du bist einfach schnell im Bauen. Ja, dafür bin ich so total reich. Aber ich bin auch schlicht. Ich meine, es sieht trotzdem gut aus. Da, wo du bist, da würde ich gerne noch hin, ey. Also. Von Schnelligkeit meinst du? Ja, auch mit weniger Teilen, was gut aussehen lassen. Ach so, okay. Diese Kombination aus beidem. Irgendwie, ich habe dann immer so dieses Verlangen, dann irgendwie noch, keine Ahnung, den Fenstersims zu bauen oder so. Also diese kleinen Vorsprung in der Wand, der nochmal so einen Zentimeter nach vorne geht. Obwohl, wenn ich jetzt hier den Dom sehe, ne? Das war ja auch eine Katastrophe, wo du gesagt hast, ich soll hier irgendwie nochmal irgendeine Wand oder sowas verschieben und ich habe erstmal 1000 andere Wände verschoben, die so reinragen und dann war es immer noch falsch. Das war ja interessant. Ich hätte dir einfach direkt ein Bild schicken sollen. Wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Ja, ich habe tatsächlich sogar noch eine Stelle, die wir noch anpassen müssten, dann Venedig. Ja, siehst du, können wir ja machen. Ja. Ist alles, glaube ich, kein Problem. Ich habe gesehen, dass bei dem Lift von der Achterbahn, also bei dem ersten Lift, der Indoor ist, da glitscht noch eine Wand von der Seite rein. Aber okay. Das ist ja kein Thema, ich schiebe mir ein bisschen zur Seite. Das ist ja eben. Ist also sage ich jetzt so einfach, ne? Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also gerade hier sind die Sachen ja gerne so. Werd mal sehen. Ja, gerade in Venedig sind die Sachen ja gerne so verschachtelt gebaut, dass man halt nicht mal eben eine Wand ein bisschen schieben kann. Nee. Also da ist ja wirklich ja Millimeter oder bis was so Wand an Wand gebaut. Das ist schon. Ja, deswegen. Es ist auch genau die Ecke, wo es so eng ist. Also vielleicht ist es auch bewusst gewesen, dass die Sachen da rein. Wir müssen uns das nochmal anschauen. Ich war sehr lange nicht mehr in diesem Park. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ja, ist ein bisschen was dazugekommen. Ich habe hier ein bisschen gebaut. Ah, echt? Okay. Und was ist jetzt fertig? Ist mittlerweile schon irgendein Bereich fertig? Wieder ein Bildbereich fertig. Die sind alle fertig. Ah, ja, ich war echt nicht mehr lange nicht mehr da, ne? Gut, ich habe nur ein paar Schilder habe ich noch gebaut und ein paar Blumen da und ein paar Pflänzchen hier und da sind Steine mehr geworden und sowas halt. Ich werde mir die alle angucken. Jeden einzelnen Stein merke ich mir. Ja, musst du umdrehen. Ja, ist ganz wichtig, ja. Ich finde, wir sollten auch noch irgendwo ein paar Fässer einbauen. Das war auch ganz wichtig. Ja, habe ich schon. Ja, ja. Okay, ja. Und weißt du mittlerweile, wie viele es sind? Ich habe es nicht gezählt. Ich glaube, das wirst du auch kürre, wenn du das zählst. Aber ach, keine Ahnung, wir haben bestimmt mehrere hundert da drin stehen. Ja, locker. Also, wir haben ja nicht so viele verschiedene Teile zum Dekorieren. Wir sind halt immer die Fässer. Deswegen. Und da wir ja ohne Toolkits bauen, ne? Stimmt, ja. Das ist gut, dass du das sagst. Wir erwähnen das viel zu selten. Gerade jetzt in letzter Zeit irgendwie einige neue Leute dazugekommen sind. Das stimmt, ja. Ja, der ganze Park ist ohne Toolkits, genau. Ich glaube, der Ursprungsgedanke war Performance, ne, warum wir es gemacht haben. Das war, genau, richtig. Wir wollten Performance sparen. Das hat nur so semi funktioniert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Park sogar besser gelaufen wäre, wenn wir Toolkits integriert hätten. Also. Wir hätten wahrscheinlich einige Teile sparen können, definitiv. Also. Dann hätten wir halt nicht so viele Teile zum Detailliertbauen benutzen müssen, ne? Hätten wir es mit Toolkits lösen können. Naja. Aber so kann man halt zeigen, dass es auch ohne geht, ne? Ja, also ich habe zumindest noch nie so detailliert mit dem Grundspiel gebaut hier. So. Da muss man ja auch irgendwie erstmal schaffen, das ist auch eine Leistung für sich. Obwohl, bei Communiversal hast du ja auch gut gespielt. Ja, das ist Teilen. Halt, ich finde das immer schwer, das zu vergleichen, weil es halt so komplett andere Sachen sind. Ja klar, es ist halt was komplett anderes, klar. Also du kannst, von mir aus kannst du
Können wir Universal so ein bisschen vergleichen? Kannst du Pompeii so ein bisschen mit vergleichen? Das ist ja zumindest eine ähnliche Richtung. Das ist richtig mit den Ruinen und so, genau. Ja, irgendwie, Pompeii ist so eine Mischung aus Moko und sag schon, Darkwood? Hieß das so? Ja, ne? Darkwood, ja. Unsere Bahn, ja. Ja, es ist irgendwie so eine Mischung da draus. Aber ist ja auch egal, geht ja jetzt hier um Venedig, ne? ist ja was als anderes. Ich finde es übrigens auch, dass wir keinen Toolkits drin haben, ist es halt auch angenehm, den Park runterzuladen und sich anzuschauen. Ne? Muss ja nicht 1000. Ja, klar, du musst halt nicht 1000 Teile runterladen, das stimmt, ja. Du musst halt nur 1000 Jahre warten, um ihn zu öffnen. Geht eigentlich, ich glaube, 5 Minuten oder so? Keine Ahnung. Ja, es dauert schon ein bisschen, also ist halt auch viel drin im Park. Aber ich muss sagen, es ist angenehmer, dann den Park zu schauen, finde ich. Weil du musst halt keine Tourgates runterladen, du baust dir dann halt die Festplatte nicht voll. Ja, du hast halt nur das alles da, was im Park ist und was im Spiel drin ist und gut ist. Genau, geht ja auch nichts kaputt irgendwie, wenn du dann irgendwie falsche Datei fahrt oder sowas. Wir haben ja auch keine Custom-Media-Sachen da drin, ne? Wir haben doch in Pisa haben wir doch so eine Decke, tausende von Bildern drin sind. Stimmt, ja, okay. Hätte ich vergessen. Okay. Und hier Da Vinci hat man ja auch, paar Bilder. Okay, ja doch, du hast recht. Okay, habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich verdrängt. Okay, wir haben Pass nichts zum Runterladen, ist okay. Haben wir überhaupt noch die Bilder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Bilder noch haben. Ich habe immer ohne die Bilder geöffnet. Ich habe die nicht runtergeladen. Ich habe die auch nicht runtergeladen. ich weiß noch, ob wir die noch vom Da Vinci haben. Das ist die Frage. Ja, sollen wir vielleicht nochmal drüber schauen, bevor wir den Park ausschauen. Also die Pisa-Dinger, die haben wir ja. Die müssen wir ja noch haben, irgendwo auf dem Drive. Die müssten irgendwo liegen. Aber die habe ich mir auch nie runtergeladen. Ich mir auch nicht. Das wäre auch noch so eine potenzielle Fehlerquelle, wo man mal drüber schauen könnte, ne? Ja. Ja, es gibt so viel Kleinkram, auf den man irgendwie noch achten muss. Also, ich bin auch gespannt, wie sich deine Parkmap so im Park macht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Guck mal, noch ein Custom-Media-Ding. Stimmt. Ja, dieser Park ist überhaupt nicht benutzerfreundlich hier. Das ist alles. Nee, absolut nicht, nee. Was erzählen wir denn hier? Ja, irgendwie habe ich das vielleicht wieder falsch gemerkt. Ja gut, müsst ihr wohl doch was runterladen, sorry. Ja. Aber es ist nicht so viel, glaube ich. Ich traue mir jetzt selber nicht mehr, was es angeht. Ich glaube, an den Bildern geht es eigentlich. Obwohl. Also ich meine, wir waren irgendwann mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir vermeiden, dass so gut es geht. Deswegen glaube ich, wir haben nicht so viele da drin. Ich glaube, wir haben... Na doch, wir haben bestimmt 15 Bilder oder so. Ja gut, aber ich meine 15 Bilder für... den ganzen Park, guck mal, wie groß das ist, für Bereiche und so. Ja. Also ich glaube, 15 ist doch bestimmt verkraftbar. Ich meine, das ist ja fast ein Bild pro Bereich. Eben. Das geht da, glaube ich, noch. Also du hast ja tatsächlich die ganze Ecke dahin gebaut, ne? Ja. Was ich eben meinte, ne? Ich habe halt wirklich ganz viele Folgen zusammengepackt. Das war bestimmt nicht als eine Folge geplant, als ich es gebaut hatte. Also das wäre so locker 3-4 Folgen. Das ist halt wirklich die ganze Reihe, ne? Das ist im Prinzip einmal so ein Streifen Venedig. Einmal komplett Venedig für dieses ganze Stück. Wobei ich nicht weiß, ob ich wirklich alle in dem Video hier drin habe. Das werden wir sehen, wo es aufhört. Als ich das hochgeladen habe, die Folgen, das ist ja schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war und was nicht. Aber ja, es sind halt einfach alles irgendwie Fassaden, ne? Klar versucht man dann irgendwie Unterschiede da reinzubringen, dass die nicht alle gleich aussehen, aber irgendwann wird es auch ein bisschen monoton so. Ja klar, irgendwann sind auch die Ideen weg. Ja, also ich habe halt irgendwann angefangen, mich in Venedig umzuschauen und einfach so ein paar Gebäude zu nehmen, die irgendwie zusammenzupacken in Neues. Irgendwie so das Dach von dem und die Wand von dem und das Fenster von dem und dann baue ich es in meinem eigenen Stil und das ist nochmal anders. Was war das jetzt für eine Kamerafahrt? Ja, das war glaube ich... Das ist eine von diesen Stellen, wo ich während des Bauprozesses gedacht habe, hier könnte man ein Folgenende machen. Ich nehme ja immer die Cinematics auf, wenn ich irgendeinen gewissen Part für mich im Kopf fertig gebaut habe. Und den habe ich scheinbar nicht rausgeschnitten hier. Deswegen, ja, das waren Cinematics, Leute. So schnell geht's. Das waren Cinematics von der Folge.
Ja, dann tschüss, ne, und danke. Ja, genau. Wir machen jetzt hier parallel schon die nächste halbe Folge noch dran, ne? Ja. Oh, ich erinnere mich daran. Es war so furchtbar. Dieses Dach war so krumm und schief, ne? Das war so furchtbar, das zu bauen. Also klar, ich hätte es auch einfach mit einer geraden Wand machen können, ne? Aber wie sieht denn das aus, wenn alle Häuser gerade sind? Das war langweilig. Natürlich. Ah, da ist doch die Brücke. Guck mal. Guck mal, sind doch noch mit drin. Ja, von der haben wir eben gesprochen. Das ist die leere Brücke, die ich dem Taro gegeben habe und gesagt habe, hey, guck mal, mach was. Ja. Also mein Teil ist fertig, mach du einfach mal. Ja, genau. Ich wusste halt nicht, was du vorhast auf der anderen Seite und habe gedacht, oh ja, da kann man doch eigentlich ganz gut eine Brücke hinpacken. Ja, und dann ist da irgendwann auch noch ein Innenraum entstanden. Also nicht wirklich. Das ist einer von den wirklich langweiligsten Innenräumen in ganz Venedig, glaube ich. Einfach nur ein Gang. Ja, das ist wirklich einfach nur ein Weg, da ist nichts drin. Aber ist halt begehbar und der endet halt bei dir. Ja, ein bisschen Verantwortung abgeben, ne? Hier, mach mal. Ja, aber also wer wissen will, wann Bella Italia gestartet ist, das ist dann da in dem Raum dann drin. Ah, ach guck mal, ich wüsste es auch schon gar nicht mehr. Also ich wüsste es auch, ich glaube, wir haben im Oktober angefangen. Ich glaube, das ist einfach mal so. Glaube ich. Da bin ich sicher. Ich wirklich nicht zuverlässig. Naja, irgendwie, entweder September oder Oktober war es. Oh, das ist echt 2 Jahre her, ne? Ja. Wahnsinn. Echt lang gebaut. Ja, der Park ist ja auch riesig. Ja, wir haben ihn ja extra klein gehalten. Also irgendwie hat es auch nicht so ganz funktioniert. Wir haben zumindest den Park nicht größer gemacht, wie bei Communiversal. Ja, wir haben eher kleiner gemacht mit dem ganzen Wasser, ne? Das ist, also ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die werden jetzt in Zukunft immer kleiner, die Parks. Es warten noch den Park ab, bis der fertig ist. Und dann macht's ab, wenn es Planet Coaster 2 gut läuft, dann sind die großen Parks auch wieder. Ja, ja. Also wir machen ja, das nächste Projekt ist ja schon safe, ja, das wissen wir ja alles. Und das nehmen wir ja einfach mit Planet Coaster 2 mit. Mhm. Was wir eigentlich hier bauen wollten im ersten Teil, ne? Mhm. Ich weiß, welches ja. du meinst, ja. Und der wird halt ein bisschen kleiner. Ich hoff's mal. Ich hoff's mal. Na gut. Ja gut, die Folge ist auch schon wieder das Ende. Mensch. Ja, ich hoffe auch, dass bald die nächste kommt, ne? Ja, hoffentlich. Ist ja nicht mehr dran. So lang hin, ne? Also deswegen. 1-2 Wochen, dann geht's weiter und dazwischen kommt eine Parktour, wenn alles nach Plan läuft. Wenn alles nach Plan läuft, kommt deine Parktour noch. Gut, dann ich bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns in der Woche wieder. Außer Planet Coaster 2 hat wieder irgendwas Neues angekündigt. Gut, bis dahin. Also, bis dahin. Ne? Tschüssi. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei.